Purimsgeburten. Morgen, liebe Leute. Erster Tag, Mura Lakes, Ungarn. Es ist ultimativ geil da. Also, was ich bis jetzt so sagen kann. Und gestern immer angefangen zum Filmen, weil wir ja gleich in der ersten Nacht das brutalste Unwetter gehabt haben, was man sich vorstellen kann, eigentlich. Aber das ist bei mir eh normal. Sturmslutsch, sage ich nur. Ruden liegen ganz gut, wie ich glaube halt. Aber gut, ich bin ahnungslos. Ich war gestern nicht mehr viel herumgeschissen am Nachmittag. Wie gesagt, wir sind gestern erst gekommen. Das ist eine Nacht hinter uns. Danach bin ich dreimal aufgestanden, weil sonst die Plane und das ganze Camp davor geblasen hat. Naja. Heute werden wir mal in Ruhe Spot suchen. In aller Ruhe nämlich. Sitzen da wir eigentlich nicht dort, wo wir wollten. Wir sitzen am sogenannten kleinen See, weil der große komplett überschwemmt ist. Vor zwei Wochen hat es ja die ärgsten Regenfälle gegeben, oder zwei, drei Wochen ist die Mur über die Ufer getreten und du kannst da drüben mehr oder weniger nirgends vernünftig sitzen, außer du tust das halt auch, dass du bis zu die Knie im Wasser sitzt, eine Woche lang. Ne? Ist ja jetzt nicht so meins, nicht im Urlaub zumindest. Und nicht mit Frau vor allem. Ja, was gibt es ihm viel zum sagen im Moment? 3 Millionen Gössen und Bremsen. Das ist schon eine Prüfung. Die Gössen sind zwar klar, aber viel. Ja, später werde ich dann ein bisschen einen kleinen Teich zeigen. Eine Teich hat 12 Hektar, also ist jetzt auch nicht so ein Locken. Wir sitzen auf einer Halbinsel. Fischen im Prinzip jetzt zwei Ruten auf die eine Seite weg, eine auf die andere. Es gibt Monster-Amure, habe ich gehört. Das wäre mir fast lieber sogar wie ein normaler Gelber, weil es die bei uns ja kaum zum Fahren gibt, in meinen Gegenden. Aber okay. Montag ist, was haben wir heute für ein Datum? 31. oder 1. August? Okay. 1. August. Und wir haben jetzt genau eine Woche Zeit. Am Sonntag in der Früh packen wir dann zusammen und dann geht es weiter die Reise nach Slowenien. Aber bis dahin kann ich nur sagen, wie immer, häng los und tight lines. Mura Lakes, Ungarn, Rock'n'Roll.
Schon die erste super Episode. Ich schaue, nachdem ich jetzt erst auf Obergescheid reingeredet habe, schaue auf meine Saabflut auf der anderen Uferlinie. Ich denke mir, ich weiß nicht. Ich bilde mir gestern in der Dämmerung, ich habe es woanders hingelegt. Ja, Alter, schaust dort hin, ne? Wirklich wahr. Der eine Saabflut ist 20 Meter weiter rechts gestanden. Fisch war leider keiner mehr drauf. Ich habe keinen Piper gehört, natürlich bei den Todesunwetter, was da waren. Kannst nichts hören. Ja, durch 17 Bäume geschwommen, wie am Skelettwasser daheim, kein Unterschied. Vielleicht ein paar Bäume weniger im Wasser wie bei uns daheim, aber okay. Ja, gleich drei Bäume und Trillionen Äste, glaube ich, aus meiner Schnur rausgezahlt. Ja, okay, ich muss nicht montieren, kein Problem, habe ich gemacht. Fahr zurück, schau mal, denke mein anderer, ja, schau ich beim anderen auch gleich. Steht der andere 5 Meter weiter links. Und die Schnur zeigt ins schwerste Geäst. Ne? Leider war auch dort kein Fisch mehr dran. Aber ich habe zumindest die ganze Montage noch gehabt. Die hat auch noch gut ausgeschaut, nicht so wie die andere, komplett eliminiert. Gleich einmal die Schlagschnur. Ich habe 30 Meter Schlagschnur anschneiden können, neu montieren. Erster Tag. Mehr ist nicht zu sagen eigentlich. Soeben habe ich den nächsten Ablauf gehabt, habe den Fisch wieder in die Bahn verloren. Habe Gott sei Dank nicht neu montieren müssen. Also wenn das jetzt noch einmal passiert, muss ich mir komplett was anderes helfen lassen. Wie ich es mache, weiß ich nicht. Ja, vielleicht gibt es, ich weiß nicht, ob es da nicht bis am Ratzen gibt vielleicht. Weil in Frankreich war das damals genau so eigentlich. Das Komische ist anscheinend, die Fische ziehen nicht ins Tiefere oder ins Freiwasser, sondern nach dem Hub ziehen die am Ufer entlang und da sind ungefähr 3 Millionen Bäume. Jetzt lenke ich schon 180 Grad um aufs andere Ufer, also der Druck kommt von der anderen Seite. Ja. Wenn ich noch einen verliere dort, ja, dann probieren wir einen Expander schmein, oder? Wenn das auch nicht reingeht, dann fischen wir nicht mehr hin. So einfach ist das. Schade eigentlich, weil es kommen da die Drucker. Und jetzt ist der zweite Hub schon. Wir sind noch nicht einmal 24 Stunden da auf dem Spot. Also ich bin guter Dinge. Aber ja, was nutzen wir die geilsten Drucker, wenn ich die Fische nicht kriege? Ne? Aber okay, wir kennen es anders auch. Ich meine, normalerweise ist es ja so, dass wir im Urlaub sitzen und gar keine Drucker haben. Ne? Der Outcome ist jetzt natürlich dasselbe wie sonst auch, aber ich habe zumindest Aktivität. Ne? Ich glaube zumindest, dass irgendwann losgehen wird. Ne? Mit dem Fangen, nicht nur mit dem Hub haben. Ne? Ja, so schauen wir aus. Kein Menü, aber okay, das haben wir eh vorher gewusst. Zumindest haben wir Hübe. Ich habe wirklich alles versucht, war halber im Wasser drin, habe Baum
mit bloßen Händen auseinandergebrochen. Ja, muss man nichts. Ne? Der Fisch war schon wieder einmal lang weg. Ne? Warum ist das so, weiß ich nicht. Oder der Rotz, bis am Rotz. Aber schauen wir. Hängen los und Teil 1. Wollen uns verarschen? Na, warte nur. Na schön, wenn Sie Krieg wollen, dann sollen Sie Ihren Krieg haben. Laying in the back of this shitty tour bus. He's been smoking dope since Lawrence, Kansas. Gotten down the highway and I think I need my fix. I didn't get no dope till I was in Texas. I done shot that shit, no, no, I done shot that shit. I just sent a smoke in with a little bit of meth. Heroin, lean hair, and the box made of pine. If you stick to smoking it, probably be just fine. Oh, hey! Arcata, California. We played a show tonight with 25 DPs. They were smoking weed, that's what I mean. So I started smoking dope, she was 15. What can I say? I did the wrong thing. Oh, I done shot that shit. No, no, I done shot that shit. I just seen her smoking it with a little bit of meth. Heroin lay down, the box made of pine. If you stick to smoking it, probably be just fine. Listener, Mrs. Judy Lee. Way too much porn, trying to stay clean. Things will get by, bam, bam, die. Just do what I do, neighbor dying high. Oh, don't shoot that shit, no, don't you shoot that shit. Just enjoy smoking it with a little bit of meth. Heroin laid down, the box made of pine. Stick to smoking it, and probably just fine. Oh, hey! Ja, dritter Tag. Ich habe immer noch keinen Fisch. Von meinen Videos kennt ihr das eh schon eigentlich. Was willst du machen? Die letzte Nacht war ruhig, ich habe durchgeschlafen, kein Pieper. Die Gössen sind brutalst. Also ich bin schon viel auf der Welt umeinander gefahren, aber sowas wie da, das habe ich noch nicht erlebt. Also das ist wirklich grenzwertig. Gott sei Dank haben wir ein fettes Moskitonetz nicht mehr auf die Nacht oder am Nachmittag. Kannst du da nicht sitzen, weil da bist du innerhalb von einer Stunde blutleer, glaube ich. Stirbst einfach. Ja, wie gesagt, kein Hub. Seit über 24 Stunden. Der letzte Drucker war gestern um 3:30 in der Früh, ne, den ich in die Bahn angestrahlt habe. Keinerlei Aktivitäten am Wasser, ganz ruhig, kein Wind. Die ärgste Sutten treibt mir überall zu, weil Blauen, Algen, Schlick. Keinerlei Fischaktivitäten am Wasser zum sehen, nichts, absolut tot im Moment. Die Sonne nagelt dabei. Ja, ich habe jetzt aus am ersten Teil, zum ersten Teil der Verzweiflung, habe jetzt einen Jotrig rausgelegt mit einem Popper, mit einem Alarmpopper im Freiwasser. Vielleicht bringt es was, vielleicht nicht. So weniger als dass man nichts fangen kann, nicht sein. Ja, heißt wie immer nur warten. Schauen wir, was da geht. Ne? Nicht viel im Moment. Aber okay. Soll nichts Schlimmeres passieren. Ne? Wir haben ja noch Zeit bis Sonntag. Und es ist erst Mittwoch, aber irgendwie wäre ich schon langsam nervös. Immerhin habe ich 4 Drucker gehabt, habe alle 4 verloren. Tja, was willst du machen? Hinscheißen und lachen. Weiterfischen, ne? So schaut's aus. Fischen ist kein Ponyhof. Gehen wir's wieder an. Ist warten. Ne?
Give me a pill and I'm like, fuck it. I done banged so long tonight, my ribs showing. I'ma have to call my girl liposuction. When I came, it's like a rifle busting. I know this ain't the type discussion. When it comes to head, let's just say she gave me a slight concussion. She the type to bite it rough and I like it, so fight night. And I swear that pussy glitter in the day twilight. Her body's fit in her heights, right? Them heels got me wanting her bent over so I can show her my hindsight. Forgetting the feeling of getting women in nothing but undergarments. For safekeeping, I put my nine in her glove compartment. So you gon' need a warrant for that. She said I got so deep, my dick's by where her ovaries at. So then I tied the tube, divide the loop. Got a feeling like a doctor prescribed me to. By this time, had a bitch crying, squirming and looking at me like, what are you trying to do? I'm like, don't worry about it, two smacks, hush. Bitch, act like your pussy's trying to move that bus. All I wanna know is if you wanna know me. We can do it faster, beat it up slowly. Call me Top Penny. Let our freedom walk down. Let our freedom walk down. Make over, change your vagina. No over, but she gave me brain on the recliner. I'm Ty Pennington. Call me Ty Pennington. Now baby, move that butt. Call me Clarence Harder, I be stroking all the time. I be stroking with these bitches that I think is fine. She thinks she mine, I think she lying. I think she run a game quick cause she think I'm blind. I beat the pussy up like I know I should. Keep the pussy coming back fast cause she know it's good. But she know I'm hood, so it's understood. I ain't leaving with no feelings even if I could. I hit that shit wrong, fucking to a prone track. I had it all, now I'm fucking to my own track. I never called, now that bitch stuck on Prozac. Yeah, I think we call that throwback. She a white girl, happy that she fucking black. I bet her papa know his little girl is sucking sex. I bet her mama know just where she learned that at. Cause I had mama riding while I all did this track. All I wanna know is if you wanna know me. We can do it faster, beat it up slowly. Call me Ty Pennington. Let our freedom walk down. Call me Ty Pennington. Let our freedom walk down. Stream to make over, change your vagina. No over, but she gave me brain on the recliner. I'm Ty Pennington. Call me Ty Pennington. Now baby, move that butt. Legendärer Moment, mein erster Ungar. Er ist noch immer wild. Naja. Passt schon. Schaut das jetzt mit dem Knie? Ha? Knie? Ist wurscht. Ich hab sie. Kein Sitzkasten, okay? Waiting on a line, my turn to try to take away the pain. Looking for an eye that could make me smile again. I'm cold behind the church, another holy lonely night. I'm cold behind the church, another holy lonely night. Sitting on that wall, I see thousand faces, but I can't remember mine. And the puppets walk, following the flow so safe and proud. I'm cold behind the church, another holy lonely night. I'm cold behind the church, another holy lonely night. I fell in love one time, and this
this is all a dream of in a holy lonely night. I fell in love one time, and this is all a dream of in a holy lonely night. Zweiter Drucker. Ich weiß nicht, glaube ich, 8 in der Früh oder so. I'm cold behind the church, another holy lonely night. I'm cold behind the church, another holy lonely night. I fell in love one time, and this is all a dream of in a holy lonely night. I fell in love one time, and this is all a dream of in a holy lonely night. Ja, ist mental schon leichter, wenn man zwei Fische im Talon hat. Fetschau. Ja, Donnerstag, 3. August, vor 10 Minuten habe ich meinen zweiten Fisch gefangen, meinen zweiten Ungarn. Ja, ich bin happy, wirklich. Jetzt rennt so, wie ich mir es vorstelle. Meinen ruhigen Kaffee trinken, Schickerl rauchen, Cola, dann neu montieren und ausführen. Nur die Ruhe putzt die Schuhe. Häng los und tight lines. Mura Rock Road. Thank you.
vierter Tag. Mittlerweile ist alles easy. Ich habe meine zwei Fische gefangen, noch vier verlorene. Meine Joggerrouten hat bis jetzt nichts gebracht. Das heißt, ich habe es heute wieder umgelegt. Man sieht es auch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Nein. Ist wurscht, auf jeden Fall liegt die da hinten bei diesen versunkenen Bäumen, oder die eine hängen. Ne? Die habe ich genauso, fische jetzt genauso wie die anderen zwei. Das System in Astumlenker ist optimal scheinbar. Seit ich über die Äste umlenke, kriege ich die Fisch. Und das ist immer nur noch besser, aber mittlerweile, wenn es schnell bist, haben sie keinen weiter. Einfach. Ne? Sie flüchten zwar in die Barmeine und so, aber nicht weit. Und bis jetzt, wie gesagt, habe ich beide rausgekriegt. Keine Überschweine, aber zweimal über 10 Kilo. Also, was würde ich mit meinen ersten zwei Ungarn? Also, kann nichts mehr passieren. Ne? Aber ja, es ist schön. Der Wind geht ein bisschen. Vielleicht hat es der ein bisschen rausgescheucht. Aber ja, viel zum Sagen gibt es nicht mehr eigentlich. Mura. Rock'n'Roll, ne? Ja, ist schon wurscht, ne? Und ich bin mir sicher, dass das nicht der letzte Ablauf war, den wir gehabt haben. Also, schau mal, jetzt ist echt schon mental kommod einfach. Ne? Ja, dann sagen, bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Fisch. Hang los, Deadlines, Rock'n'Roll. Works hard down near the end of the line. Says he can get me a job just killing time. Said the pay really ain't that bad. What's the hours that are hard to stand? Said it ain't that hard, something to do. Said no thanks, man. It's all the same to you. I think I'll drive my shitty truck down to the end of time. Dig a deep hole for everything I call mine. I'm gonna drive out past the point where the prairie meets the sand. Cause things around here are getting bad and all the good times we're already had. 9 might be the punchline to the world's oldest joke. Searching for a diamond in a pile of burn-up coal. I'm gonna move out to the country and just be a goddamn soak. Cause it don't sound hard, something to do with me in this town. Well, we're through. I'm gonna drive my shitty truck down to the end of time. Dig a deep hole for everything I call mine. Drive out past the point where the prairie meets the sand. Just things around here are getting bad and all the good times we're already had. Father butchers time down near the end of the line. But boy, you should get a job, it's worth more than dimes. Been sitting on these hard times for 7 long years. Yeah, times are hard, but no thanks, Dad, that'll make them worse. I prefer them bad. I'm gonna drive my shitty truck down to the end of time. Dig a deep hole for everything I call mine. Gonna drive out past the point where the prairie meets the sand. Cause things around here are getting bad and all the good times we're already had. Ich hätte schon was brauchen können. Bei oft ist nur der Wind die Höhe und
kannst das mit dem Drrrr kannst das auch machen. Ne? Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Ich habe mir noch eine gewusst. Das waren nämlich oft dann die. Die Bringer. Die Schwein rumgebracht haben. Das gibt es schon abwaschen. Tja, die Todesnacht ist vorbei. Jetzt heißt es wieder mal Boot schöpfen, sich da gerade meine ganzen Utensilien schauen ein bisschen aus. Gefangen haben wir leider nichts. Aber ja, so kann es da gehen. Ne? Und jetzt die Humpert einmal da ausrahmen. Die Wellen kannst du gleich hier dann. Das lustige Schöpfen beginnt wieder. Aber so wie es da gestern geschieht hat, hätte ich in der Nacht nicht unbedingt rausfahren müssen. So kann man sich täuschen. Wetterumschwung. Wie? Ein Arsch. Das ist ja viel besser wieder. Ja, das wäre Hinfetter. Ist dann schon hingeworfen. Hätte mal bemerkt. Tja, wir haben heute den sechsten Tag eigentlich, Samstag, ich glaube, 6. August. Fühl dich mal ein, zumindest. Wenn nicht, ist auch wurscht eigentlich. Ja, eine Nacht steht uns noch bevor. Morgen geht es dann weiter nach Slowenien. Allerdings nicht zum Fischen, sondern zum Ausspannen und zum Abdichten am Punk-Rock-Festival. Vielleicht geht noch was. Wenn nicht, ist auch wurscht, wie wir unsere 2 Umgang gefangen haben. Ich bin jetzt nicht unzufrieden, weil 2 Fische sind besser als keiner, ne? 2 Schienen noch dazu, 2 Stöller, 2 Spiegler. Auf keinem unbedingt leichten Wasser. Das erste Mal da, also wenn ich keinen mehr fange, ist mir auch wurscht. Viele werden das jetzt vielleicht belächeln, denken sie, 2 Fische in einer Woche ist der deppert. Ja, setzt euch daher, schaut euch das selber an. Leicht ist nicht, aber es ist eine echt geile Fischerei. Und ich kann das jedem eigentlich nur empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Also, wenn er nicht unbedingt auf Buffwasser steht, wo man stündlich anhebt. Die zählen halt, die Fische da. Ne? Ja, wie gesagt, 24 Stunden haben wir noch. Morgen in der Früh werden wir zusammenpacken. Die gröbsten Sachen werde ich heute schon packen. Wo es dann morgen weitergeht nach Tolmin. Ich glaube, 450 Kilometer haben wir da oder so. War super bis jetzt. Vielleicht haben wir noch einen Masen. Wenn nicht, kann ich mir immer nur sagen. Hang loose, tight lines, Mura, rock and roll. Thank you.
vielleicht. Hab ich meinen ungarischen Schubler. Da wo ich den Specht gut drauf hab. Ja, liebe Leute, es ist 20 Uhr. Die letzte Nacht steht uns bevor. Morgen geht's ja weiter nach Slowenien. Zur Soča und zum Punkrock Festival. Vor eineinhalb Stunden habe ich auf der Jokerroute einen Schubler gefangen. Nicht groß, aber jetzt habe ich einen ungarischen Schubler. Ja, soeben habe ich alle drei Routen neu geführt. Bei dem Hörlwind war das nicht ganz so lustig, wie das normalerweise ist, aber okay, was willst du machen? Am Nachmittag war es fast unmöglich eigentlich. Da bin ich gerade mit der 5er Stufen vom Motor wieder retour gekommen. Gott sei Dank habe ich den 40er Yamaha, weil sonst mit einem 28er oder irgendwas. Kein Auftrag, da hätten sie mich wahrscheinlich drüben aus die Baum rausglauben können. Und Ruhe dann hätte ich noch nicht wollen. Also nicht beim Auslegen zumindest. Ne? Ja, viel zum Sagen gibt es im Moment nicht mehr. Wie gesagt, letzte Nacht. Vielleicht scheppert es noch ordentlich. Wenn nicht, wir sind mehr als zufrieden. Drei Fische haben wir gefangen. Alles dann, wenn ich sagen, es war mir eine Ehre. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Sonntag, jetzt packen wir zusammen. Die letzte Nacht ist vorbei. Zwei Routen sind wirklich die Nacht noch gerannt. Auf der einen habe ich so einen 8er, 9er Schubler gefangen, auf der anderen einen Miniaturwels. Ja. Abschließend sei zu sagen, wir haben vier Fische gekriegt, zwei Schubler, zwei Spiegler, einen kleinen Weli. Ja, jetzt packen wir zusammen und fahren weiter nach Slowenien. Was kann ich nach der einen Woche mitnehmen? Also, es ist auch wirklich super Wasser. Nicht leicht, aber das haben wir vorher auch gewusst. Vier Fische sind besser als nichts. Es kann bei weitem schlimmer sein, wie wir schon gehört haben. Also bin ich durchaus zufrieden und kann eigentlich nur das Resümee ziehen, dass es sicher eine feine Sache ist, wenn man ein bisschen anspruchsvolleres Wasser haben will, ist man da nicht so unrichtig. Ne? Fangorgien wird es wahrscheinlich nicht geben, schätze ich mal, vielleicht haben das andere, die vielleicht mehr Ahnung haben wie ich vom Fischen, aber ich habe noch nicht gehört, dass da so brutalst zugeschlagen wird, massenweise. Ne? Das Überschwein ist leider ausblieben, aber okay. Zweimal über 10 Kilo, soll nichts Schlimmeres passieren. Weder ist jetzt super zum Zusammenpacken, schauen wir, dass alles triggert. Und schauen, dass wir zum Mittag da wegkommen.
haben ungefähr 450 Kilometer von uns. Müssen fast bis an die italienische Grenze fahren. Ja, wie bereits erwähnt, super Sache, super Leute da eigentlich, super Wasser. Kann man jedem nur empfehlen eigentlich, der was ein bisschen härteres will. Ne? Alles dann, kann ich mir immer nur sagen, häng los und tight lines. Bis zum nächsten Mal, wenn es vielleicht in der Heimat wieder heißt, Schottergrube Hollywood oder irgendein anderer Blödsinn. Bis bald, Mädels und Buben. Rock'n'Roll. I'm living outside the room. Take me for a fool. I'm going down, 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 down below. I'm going down, 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 down below. My mere thought, a finger flip and I'm right out. I'm going down, 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 down below. I'm going down, 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 down below. So I'm screaming out loud everything I think of now. Just as long as I've got thoughts intact, and I see.